Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr es am Titel bereits erkennen könnt, habe ich euch ein bisschen London mit nach Deutschland gebracht. Ich wollte eigentlich einen richtigen Vlog drehen über meine 3 Tage London, aber irgendwie war der erste Tag so stressig und da sind wir auch erst abends angekommen, dass ich irgendwie vergessen habe zu filmen und dann am nächsten Tag ist es mir auch irgendwie erst mittags eingefallen und dachte ich mir so, jetzt brauchst du auch keinen richtigen Vlog mehr zu drehen, das wäre nicht authentisch. Deshalb dachte ich mir, setze ich mich hier auf meinen gewohnten Platz und erzähle euch ein bisschen was über die Reise und erzähle euch von den tollen Dingen, die wir erlebt haben. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit unserem ersten Tag. Ich bin zu meiner Schwester gefahren und wir sind dann von Stuttgart aus nach Heathrow geflogen. War auch schon ein sehr, sehr lustiger Flug, weil wir eine lustige Dame neben uns sitzen hatten. Ja, wir sind dann in Heathrow gelandet und mir wurde vorab schon gesagt, kauf dir von zu Hause aus ein Ticket für den Heathrow Express. Ist schweinzig teuer. Ich glaube, wir haben ungelogen knapp 80 Euro für hin und zurück bezahlt, aber von der Paddington-Station, wo dieser Heathrow Express hin und her fährt, ist es halt super einfach, in alle Richtungen Londons zu kommen. Ja, wir haben uns da auch direkt am Ticketschalter oder an diesem Service Point einen Mitarbeiter gekrallt und haben dem gezeigt, wo unser Hotel liegt, weil wir halt beide noch nie in London waren und auch nicht wussten, wo ist jetzt so Central und wo ist jetzt eher außerhalb. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es einfach so, dass wir uns ein günstiges Hotel suchen und irgendwie findet man immer wieder abends dorthin und man ist ja tatsächlich auch nur zum Schlafen da. Wir sind dann tatsächlich im orthodoxen Viertel gelandet. Als der erste Rabbi an mir vorbeigelaufen ist, fand ich das so spektakulär. Spoiler-Alarm, nach 3 Tagen verliert seinen Reiz. Ja, sind dann eigentlich nur noch ins Hotel, haben eingecheckt. Es war dann irgendwann auch irgendwie 22 Uhr. Haben auch gesehen, dass von unserer Station aus bis zum Hotel ein Supermarkt liegt und ein Geldautomat. Da konnten wir dann alles schon erledigen, was wir so geplant hatten. Haben uns da eingedeckt mit Getränk für die Nacht oder für den Abend noch und haben uns noch so ein paar Snacks gekauft. Also ich werde euch da jetzt die ganze Zeit so ein paar Bilder zwischendurch einblenden, damit ihr ein bisschen was Visuelles auch noch habt und nicht nur von mir zugequatscht werdet. Ja, wir waren dann, nachdem wir eingecheckt haben, noch ein bisschen die Straße entlang spaziert und haben uns da noch was zu essen geholt. Im orthodoxen Viertel halt eher was Vegetarisches. Also wir hatten uns dann 2 Pizzen gekauft. Die eine klang mega gut, die hieß Mac and Cheese. Da waren halt unserer Meinung nach so Mac and Cheese mit Macaroni und so drauf. Ja, war dann eher nicht so. Es waren irgendwelche komischen Muschelnudeln und die hat irgendwie so noch gar nichts geschmeckt, die Pizza. Die andere war dann mit Thunfisch, das war dann auch okay. Und dann haben wir gesagt, komm, wir haben uns so viele Süßigkeiten gekauft, dann essen wir uns einfach daran satt. Und haben da auch so ein richtiges Candy-Tasting und Ranking gemacht. Ich kann euch das nachher alles mal einblenden. Das wurde haargenau dokumentiert, was wir gegessen haben und wie wir das dann fanden, wie es uns geschmeckt hat. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, und unser Zimmer war auch ganz witzig. Wir hatten quasi voll das Harry Potter-Feeling. Wir hatten nämlich nicht das Zimmer unter der Treppe, sondern das einzige Zimmer unterm Dach. Und die Treppenstufen, die waren gefühlt nur so tief, also nach hinten. Wir mussten dann quasi immer so die Treppe hochlaufen. Das war mega witzig. Aber oben hatten wir eben unsere Ruhe und waren ja eigentlich fast nur zum Schlafen da. Wir sind dann nämlich am nächsten Morgen direkt um 6 Uhr schon aus dem Hotel raus. Wir hatten ohne Frühstück gebucht, weil wir dachten, wir machen irgendwo ein geiles English Breakfast. Haben dann aber spontan ein paar Tage vorher beschlossen, dass wir einen Halbtagesausflug machen und dann sind wir in die Stadt gefahren, schon um 6 Uhr. Wir hatten da Treffpunkt um, ich glaube, 7:30 und hatten auch keine Ahnung, wo wir dahin müssen, sind dann quasi unserem Navi hinterher. Also ich habe komplett die ganze Zeit mit Google Maps navigiert, weil Google Maps mir auch direkt gesagt hat, in welche
S-Bahn, U-Bahn etc., Underground, ich da muss. Das war dann schon sehr praktisch. Mir wurde nämlich im Vorfeld auch gesagt, dass das U-Bahn-System mega kompliziert wäre. Also ich fand es jetzt nicht komplizierter wie Berlin oder so. Dementsprechend bin ich da recht schnell zurechtgekommen und gerade mit Google Maps war es noch viel, viel einfacher. Ja, haben wir da uns getroffen und dann haben wir einen Halbtagesausflug nach Stonehenge gemacht. Diese ganzen Mythen und Sagen rund um England, Schottland und Co. finde ich halt total faszinierend und habe dann auch zu meiner Schwester gesagt, da müssen wir auf jeden Fall hin, wenn wir schon nach London fahren. Ich meine, Big Ben und Co. ist auch alles mega, aber ja, diese Steine, es sind nur Steine, aber es ist so eine Atmosphäre, die auf diesem Gelände herrscht und ich hatte mein The 13 T-Shirt an von Throne of Glass. Und wir sind zu diesem Shuttlebus gelaufen, der uns quasi zu den Steinen gebracht hat von diesem Museum dort vorne. Und auf einmal kommt so ein Guard auf mich zugerannt und schreit mich fast schon an, dass das T-Shirt so toll wäre. Das hatte ich mir halt einfach selbst geplottet. Ich habe mir einen Drachen drauf gemacht und ja, den Leitspruch der 13 drauf gedruckt. Und sie meinte, ja, ich liebe diese Buchreihe. Und ich dachte mir so, da fährst du nach England, damit dir jemand erzählt, wie toll eine Buchreihe ist, die du auch feierst. Lieben wir. Ja, meine Schwester dann auch so, ja, ihr und eure Bücher. Aber ja, wir sind dann zu den Steinen, es war auch super schön und dann sind wir zurückgelaufen und haben da noch ein bisschen im Store rumgeguckt und haben uns dann auch was zu trinken geholt. Das war die Kalorienbombe schlechthin, das war so ein Hot Chocolate Deluxe. Das heißt, es war eine heiße Schokolade, da waren Marshmallows drin, dann war da so ein Berg Sahne drauf und dann steckte da noch so ein englischer Schokoriegel drin. Das sah aus, als wäre das so abgeschabte Schokolade aufgerollt. War mega. Ja, und dann ging es, ich glaube, zweieinhalb Stunden Aufenthalt hatten wir dort, sind da auch durchs Museum und haben uns das alles angeguckt. Und dann sind wir zurück nach London, in die Innenstadt. Und dann haben wir gesagt, so, wir fahren jetzt erstmal zur Oxford Street, gehen da ein bisschen shoppen, gehen uns da die Beine vertreten, haben da auch enorm viel geshoppt. Ich habe mir zum Beispiel den London Pulli gekauft. Ich war auch in x Läden, um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ich wollte unbedingt einen London Hoodie haben. Der war einfach der schönste. Ihr habt den ja auch schon in meinem letzten Video gesehen, da hatte ich ihn an. Ansonsten blende ich euch gerne auch noch mal ein Bild davon ein. Der ist nämlich jetzt in der Waschmaschine und kann euch jetzt nicht in die Kamera halten. Und danach sind wir noch nach King's Cross gefahren. Da ist ja die berühmte Plattform 9¾, also aus den Harry Potter Büchern. In dem Bahnhof ist es halt so, dass die Plattformen 1 bis 8 nach rechts gehen und Plattform 9 und 10 nach links gehen. Ich denke, da hat J.K. Rowling das auch so gesehen, dass die zwei sowieso separiert sind. Und wir waren auch gar nicht wirklich an den Gleisen, sondern die haben davor halt so ein Stück Wand genommen und haben da den Rollwagen von Harry quasi drin versenkt, wie in den Warner Studios. Da waren wir übrigens nicht, weil das so ein bisschen spontan war, dass wir nach London fliegen wollen. Und da war es halt leider schon ausgebucht. Dementsprechend haben wir gesagt, machen wir halt hier jetzt ein bisschen Harry Potter Feeling. Ja, und dann haben wir dann halt unsere Fotos gemacht, haben da bestimmt 40 Minuten angestanden, bis wir dann dran kamen. Haben wir dann unseren Schal umgelegt und da steht tatsächlich jemand, der wird dafür bezahlt, dass er dir quasi hilft beim Schal anziehen, dann den Schal die ganze Zeit hält und wenn der Fotograf Scarf ruft, den Schal hinter dir quasi hochwirft, damit das auf dem Foto dann so aussieht, als ob der Schal wehen würde. Sagte ich auch zu meiner Schwester. Jetzt überleg mal, du wirst gefragt, was du beruflich machst. Und du sagst, ja, ich bin Schalwerfer bei King's Cross. Ist auch sehr witzig, aber ja, muss man auch dafür gemacht sein. Mein Traumjob wäre es jetzt nicht. Auf jeden Fall mussten wir uns dann auch nicht mehr an diesem Harry Potter 9¾ Store anstellen, weil wir dann von dem Foto quasi direkt dorthin konnten. Und da habe ich mir die kleine Hedwig gekauft. Ich fand die mega süß. Ich wollte eigentlich noch eine Niffler haben, aber den gab es nur in so groß und der sah super billig und nicht schön aus, total schlecht verarbeitet und mit so einem billigen Stoff.
Und der Große, der hatte richtig schöne Details. Der war dann, keine Ahnung, so groß wie mein Kopf. Aber der hat direkt mal fast 40 Pfund gekostet. Und dann dachte ich mir so, nein. Außerdem waren wir nur mit Backpack unterwegs und ja, muss ja dann auch nicht sein. Ja, danach sind wir eigentlich auf der Suche nach was zu essen gewesen, aber wir waren irgendwie nirgendwo in den ja, gängigen Restaurantmeilen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir noch schnell zur London Bridge fahren, weil es ja mittlerweile auch dunkel geworden ist und wir wollten uns die noch etwas beleuchtet anschauen. Und danach sind wir dann tatsächlich ins Hotel gefahren und haben uns dann unterwegs noch was zu essen geholt. Wir haben nämlich einen Zwischenstopp in Embankment, haben wir, glaube ich, angehalten. Und dann sind wir so über die Brücke drüber, auf die andere Seite der Themse. Und von da aus hat man halt das London Eye gesehen. Das war dann ganz pink beleuchtet und von weitem halt auch Big Ben. Und unten am Fuß vom London Eye ist so eine kleine Promenade mit Holzhäuschen und so Lichterketten. Und da haben wir uns dann hingesetzt und da haben wir einen richtig leckeren Hotdog und frische, selbstgemachte, handgemachte Pommes frites gegessen. Und es war, glaube ich, schon 9:30 oder so. Also wir haben jedes Mal super spät gegessen. Aber wir waren auch den ganzen Tag unterwegs. Wir haben insgesamt 50 Kilometer in London verlaufen. Von daher war dieses Candy-Tasting und das Spätessen auch gar nicht so schlimm. Ja, dann sind wir halt wieder ins Hotel und dann haben wir von dort aus ganz spontan für den nächsten Morgen noch eine Harry Potter-Tour gebucht. Ja, da ging es dann nicht in die Studios, leider, sondern da hat uns ein Guide quasi gezeigt, wo in London so die verschiedenen Drehorte von Harry Potter waren oder so Gebäude, Gassen etc., Momente, die J.K. Rowling als Inspiration genutzt hat. Wir haben uns unterhalb der London Bridge getroffen, sind dann über den bekannten Borough Markt gelaufen. Also da gibt es über 100 Essensstände. Da wäre ich auch super gern nochmal hin, um da was zu essen. Aber sind wir leider später nicht mehr dran vorbeigekommen. Und ja, so einen Meter weiter von diesem Borough Markt ist quasi das Haus aus der Gefangene von Azkaban, wo der fahrende Ritter quasi davor hält und Harry rausschmeißt. Und da siehst du auch genau die Fenster, die du auch im Film siehst, wo Harry quasi rausguckt. Und der guckt dann quasi auf den Borough Market raus. Das war schon sehr, sehr cool zu sehen. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann sind wir zur Millennial Bridge. Das ist ja auch eine der drei Brücken. Und die taucht ja auch in einem der Filme auf, wenn die Dementoren die Stadt angreifen. Das ist dann diese Brücke, die so schwankt, die aber eigentlich gar nicht schwankt. Sieht man mal, was man alles mit Special Effects machen kann. Und von dort aus sind wir dann quasi über die Brücke gelaufen und sind an einem Theater vorbeigekommen. Und das, hat er gesagt, ist das einzige Heudach, Strohdach in ganz London. Das Theater ist außersehen mal abgefackelt. Seitdem gibt es eine gute Sprinkleranlage. Und derjenige, der das Theater erbaut hat oder nochmal restauriert hat, ist quasi der Vater der Schauspielerin, die Madame Hooch spielt. Also der hat uns da super viele Informationen auch noch so außerhalb der Tour über London erzählt. Das war halt schon sehr cool. Ja, von der Millennium Bridge, da sind wir halt dann drüber gelaufen. Da haben wir noch einen Filmdreh gecrashed. Das war ganz witzig. Und dann sind wir quasi auf die St. Paul's Cathedral drauf zugelaufen. Was ich vielleicht noch erzählen sollte, wir haben die ganze Zeit so ein Quiz gespielt. Wir durften am Anfang aus dem sprechenden Hut quasi unser Haus ziehen. Ich habe die Slytherin-Karte gezogen und da steht auch unser Guide. Das war der Tobi. Ja, ich habe dann quasi die Aufgabe gehabt, für mein Haus in verschiedenen Quizfragen Punkte zu erzielen. Und eine war zum Beispiel über die St. Paul's Cathedral, wo, in welchem Film die quasi spielt oder was
aus der St. Paul's Cathedral quasi in den Film aufgetaucht ist. Und das wusste ich tatsächlich, ohne es zu recherchieren. Da haben die nämlich diesen Wendeltreppe zur Kuppel hoch genommen. Das ist der Wahrsagerturm zu dem Klassenzimmer von Trelawney quasi. Ja, und dann sind wir weitergelaufen. Da sind wir noch an der Ecke vorbei, in der Mr. Weasley und Harry in die Telefonzelle reingehen und ins Ministerium reingehen. Die Telefonzelle gibt es aber leider nicht mehr. Das ist sehr schade. Also das fanden wir alle sehr, sehr schade, dass sie die abgebaut haben, weil die ja doch so ein Filmkultgut ist und da auch bestimmt jeder ein Foto hätte gern machen wollen. Ja, dann sind wir in die U-Bahn-Station, sind dort weitergefahren, ich glaube in Richtung Piccadilly Circuit, wenn es mich nicht alles täuscht. Und da ist halt die australische Botschaft und Waterstones. Da war ich dann auch noch drin, aber erst auf dem Rückweg. Waterstones zeige ich euch gleich, was ich gekauft habe. Ja, die australische Botschaft, an der wir vorbeikamen, ist quasi die Grundlage von Gringotts. Also da sieht man direkt, dass Gringotts angehaucht an dieses Gebäude ist. Vorher sind wir noch durch einen Park gelaufen, wo J.K. Rowling immer ihre Mittagspause gemacht hat. Und da steht ein Baum, der wird so gestützt und der sollte quasi, der war Inspiration für die peitschende Weide. Ja, von der australischen Botschaft ging es dann weiter in die Nocturngasse. Da habe ich auch super viele Fotos mit meiner Schwester gemacht und da hatten wir noch Butterbier gekauft im Harry Potter 9¾ Store. Und da haben wir Fotos mit unserem Butterbier gemacht. Und dann ging es weiter in die Straße, die als Inspiration zur Winkelgasse gedient hat. Nocturngasse hast du noch so ein bisschen erkannt, aber Winkelgasse, das war einfach eine lange Straße mit ganz viel so alten, antiken Buchläden. Und ja, als Winkelgasse hätte ich es jetzt nicht sofort erkannt, wenn er es nicht gesagt hätte. Und von da aus ging es dann weiter zu dem Theater, in dem The Cursed Child läuft. Und das war quasi auch das Ende unserer Tour. Wir sind dann noch in so einen Store gegangen und meine Schwester hat dann noch ein paar Sachen geshoppt. Ich bin in der Zeit zu Waterstone zurückgelaufen und dann haben wir uns dort wieder getroffen. Und kann ich euch natürlich auch zeigen, was ich dort gekauft habe. Gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich die Bücher jetzt erst nochmal holen müssen. Ja, und jetzt kann ich sie euch auch zeigen. Zum einen habe ich wie Schwabs Gallant gekauft. Da habe ich schon sehr viel Gutes drüber gehört. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das Buch überhaupt jemals auf Englisch lesen werde. Aber ich fand zum Beispiel diese Größe super süß. Es ist ja kein klassisches, ich habe es hier ganz liegen, klassisches Buchformat. In England ist das ja echt sehr unterschiedlich. Ich fand halt auch die Inlays und die Innenteile sehr, sehr schön. Das Buch sieht auch ohne Klappentext wunderschön aus. Dann haben sie zwischendurch auch immer so bildhübsche Zeichnungen drin. Ja, so als Souvenir finde ich das sehr, sehr süß. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass ich es persönlich auf Englisch lesen werde. Aber ihr wisst ja, Bücher sammeln und Bücher lesen sind zwei Paar Hobbys. Und deshalb durfte auch noch ein weiteres Buch mit, auch in einem wundervollen Auftritt. The Book of Eve. Ich gehe mal davon aus, dass es sich irgendwie um Eva von Adam und Eva handelt. Ich habe mir keinen Klappentext zu durchgelesen. Ich habe nur gesehen, signed by the author und dachte mir, das kaufe ich mir. Es ist einfach super, super schön. Es ist auch ein ganz komisches Format. Also das hier ist viel kleiner als die Standardsformate und das hier ist viel größer als die Standardformate, die du hintereinander hältst. Ja, ist schon sehr, sehr verrückt. Lustigerweise habe ich da mit Evie noch drüber gesprochen, dass ich mir das Buch mitgenommen habe. Und sie sagte, als sie jetzt in Schottland war, hat sie auch vorm Regal gestanden und wollte es kaufen, weil es so schön ist. Ja, nach Waterstone sind wir dann... Ja, das war so das buchige Highlight aus meinem Urlaub. Nach Waterstone sind wir dann noch in die Baker Street gefahren, haben natürlich an Sherlocks Haus Halt gemacht. Das ist ja jetzt ein Museum,
Und da stand auch ein junger Mann davor und der hatte halt so richtig die Sherlock-Mütze wie die Gendarmerie und das Outfit. Und da habe ich ihn auch gefragt, ob ich ein Foto von ihm machen darf. War ganz cool. Und auf dem Rückweg sind wir dann noch zu Taco Bell. Das stand auch so auf meiner Bucketlist, dass ich da gerne mal essen gehen würde. Es ist ja auch eher so ein Fast-Food-Store, aber ich wollte da unbedingt mal hin und dort essen. Und dann waren wir noch einen Kaffee trinken und dann sind wir noch so ein bisschen durch die Läden geschlendert, haben noch ein paar Souvenirs gekauft, noch ein bisschen Candies gekauft. Und dann sind wir zurück in Richtung Paddington und von dort aus zum Heathrow Express. Und ich frage mich ja tatsächlich, ob der Heathrow Express oder ob der Hogwarts Express vom Heathrow Express inspiriert wurde. Ja, und dann waren wir am Flughafen und am Flughafen dachte ich mir, wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle. Ich habe noch ein bisschen Luft in meinem Handgepäck. Da vorne ist ein Buchladen. Und da habe ich mir tatsächlich dann noch den ersten Band von Harry Potter in der 25-Jahres-Edition gekauft. Den haben wir am Bahnhof irgendwo schon mal gesehen. Und da gab es nämlich so eine Aktion, kauf 3 Bücher, zahl nur 2. Sowas gibt es bei uns hier leider nicht. Also nicht wegen der Buchpreisbindung. Ja, dann war aber das Buch total verknickt, sowohl von außen als auch innen. Da waren überall so Eselsohren drin und dann wollte ich das halt nicht kaufen. Und jetzt am Flughafen hatten sie es und dann dachte ich mir so, jetzt nimmst du es mit. Das ist irgendwie so total ein schöner Gedanke für mich, dass ich den ersten Band in London gekauft habe. Die anderen kann ich mir ja noch nach und nach kaufen. Und, das habe ich vergessen zu erwähnen, während ich in der Waterstone Buchhandlung war, habe ich noch eine Waterstone-Bestellung aufgegeben. Ich habe nämlich die Verkäuferin gefragt, ob sie das neue Buch von Sam Ewan da haben. Und das hatten sie leider nicht. Dementsprechend habe ich es dann gerade vor Ort gekauft. Und ich habe noch ein zweites Buch gekauft. Aber welches war das? Ich blende es euch hier unten ein, wenn ich es beim Schnitt dann recherchiert habe. Ich habe auf jeden Fall noch 2 Bücher online dann gekauft und lasst die mir jetzt nach Deutschland schicken, weil sie die vor Ort nicht hatten. Ja, vom Flughafen aus ging es dann zurück nach Stuttgart. Dann sind wir gegen, ich glaube, kurz nach 10 Ortszeit gelandet. Mein Schwager hat uns wieder abgeholt, der hatte uns auch hingefahren. Und ja, dann haben wir kurz Autowechsel gemacht und dann bin ich zurück ins Saarland gefahren, war dann nachts um 2 Uhr daheim, todmüde, aber sehr, sehr glücklich. Ja, das waren so ein bisschen meine Urlaubseindrücke. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch auch gefallen, auch wenn es nur ein paar Videos dazwischen gab und ansonsten mehr Bilder und mehr Gequatsche. Aber vielleicht war es für den einen oder anderen ja trotzdem interessant. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!